Oh, Beards. Finale. Two left. Was kommt jetzt für ein Star? Schau dir den Regenbogen an. So, wir sind ja... Wir gehen jetzt nach links diesmal. Ich wüsste jetzt auf die Schnelle halt echt nicht, wo diese Stelle ist. Mal schauen. Wobei, die Stelle führt uns sogar zum Schiff. Ninjala! Sky spielt Ninjala! Ja, das führt uns zum Schiff. Hm. Ja gut, dann sammeln wir mal die 100 Coins, würde ich sagen. Wenn wir schon hier oben sind, ne? Let's gather some coins! Und du komm her. Give me your coins! So, ist noch irgendwas? Oh! Oh! Ich glaube, ich weiß, was jetzt tun ist. Ah, I see. I see. I see! Okay, ich verstehe, alles klar. Wir müssen den Bob umfinden. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Und uns dann da raufballern. Durch den Rainbow. So, wir gehen nochmal runter, Beards. Wir brauchen mehr Coins. Wir haben 30 Coins. Was ganz cool ist, aktuell. Aber wir gehen jetzt... Ich meine, hallo! Blödes Scheißspiel! Wie die Kamera auch gar nicht mitgedreht ist, sondern Lakitu bleibt oben auf dem Schirm. Iron Curry, geh nicht nochmal runter. Kamera ist top-notch irgendwie. Die letzten zwei Sterne, ich hab die Schnauze voll, ich möchte Mario Sunshine spielen. Nicht mal die Speedruns gehen mehr, weil der Controller kaka, schöne Pupu. Nee, nichts gegen den Controller. Dieser Controller wird mindestens 1000 Stunden Monster Hunter Rise spielen. Oder verwendet. Ich muss auf diesen, den habe ich neu gekauft. Das ist ein super Controller. Monster Hunter Rise wird optimal und so schön zu spielen sein auf diesem wunderschönen Controller. Mindestens 1000 Stunden. Oh ja. Außer sie kündigen ein Exclusive Monster Hunter Rise Switch Pro Controller, dann kaufe ich den aber sofort. So, jetzt. Ich glaube, dass hier der Bob on ist. Oben. Denke ich. GG on the coin. Hallo? Verdammte Scheiße! Weil der Controller scheiße ist für das Game! Mr. Tiger, hast du schon Mario All-Stars gespielt? Du bist auch Mario 64 Speedrunner. Hast du schon mal Mario All-Stars gespielt mit den Switch-Controllern? Das ist totaler Scheiß, sag ich dir. Did you see that? So, nicht den Stern aufheben. Wir haben jetzt schon 38 Coins, Beards! Okay. Konzentrieren. Du bist respawned, ne? Du Sack. Okay. Werf ihn darüber, jetzt kommt die Sonic Coin. So, komm, bitte. Bitte. Ey Mann, was ist das für eine Perspektive, dieses Scheißspiel? Okay, ich hab die Schnauze voll langsam. Bitte geh einfach drauf, du scheiß stinkender blöder Shit-Klempner.
Spring runter da, Grittes! Oh mein Gott. Mamma mia! Halt deine Fresse! Bin ich froh, wenn ich Sunshine spiele und dieses blöde Spiel endlich ausschalten kann. Ich habe eh keinen Bock mehr auf Speedruns, Mario 64, und die Schnauze voll. Circa 1000 Stunden in das Spiel reingesteckt mit Speedruns. Zigtausend Mal durchgespielt. Wie lange? Ich habe die Schnauze voll von diesem Spiel. Mario 64 ist für mich gestorben. Nie mehr Speedruns. Never. Ich habe mich satt gespielt mit diesem Game. Ich habe mich so satt gespielt. Ich kann diesen dummen Scheiß Mario in Mario 64 einfach nicht mehr sehen. Ich will es auch nicht mehr. Ich mein, come on! Hab gestern auch nochmal 64 angefangen, benutze auch den Switch Pro Controller und ich finde das Sprungverhalten auch irgendwie komisch. Gefühlt muss man immer etwas früher den Sprungknopf drücken. Okay, also liegt das nicht an meiner Switch. Omni, danke. Weil ich dachte, die Input-Lags liegen an meiner Capture Card. Aber das kann nicht sein, weil die PlayStation 4 und die anderen Games laufen super gut. Es gibt Input-Lag, ne Omni, merkst du das auch? Dieses Game hat Input-Lag. Bin ich froh. Ohne Witz, ich dachte schon, ich bin ein totaler Vollnoob. Danke, Omni. Danke, dass jemand bestätigt. Okay. Okay. 55 Coins. Und wir haben diese beschissene Cannon. Nur 6 Coins, Beards. 6 Coins. Einfach mit dem Teppich fliegen. Einfach mit dem Teppich fliegen, dann haben wir es. Wir müssen sowieso rauf. Let's go. Auf zum Teppich. Ja, auf zum Teppich. Und dann haben wir es. Das wäre fast ins Auge gegangen, sage ich euch. Let's go! Let's go, we... Oh mein Gott, we got it. One star to go! Nur noch ein Stern, Beards! Haha, das war knapp dort auf dem Teppich. Ich muss mich da durchschießen. Das ist das Ziel. Aber... ich muss wahrscheinlich auch die Säule da hinten treffen. Hi. Bist du nett? Nein, du bist böse. Du bist ein richtiger Arsch. Du wirst mich runterwerfen. Du Sack, hör auf. Nicht mit mir. Oh mein Gott, we got it. 120 Stars, 100% Mario 64. Ich habe seit Ewigkeiten 120 Sterne geholt. Seit Ewigkeiten her. So. Get up there. Hä? Yoshi! Yoshi! Ich find's cool, dass sie Yoshi eingebaut haben. Hey Mario, seit unserem letzten Abenteuer ist viel Zeit vergangen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Man erzählte mir, dass ich dich hier treffen könnte, aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ist es wahr? Du hast Bowser besiegt und alle gestohlenen Powersterne zurückerobert? Unglaublich. Und die Prinzessin? Du hast sie gerettet? Cool, aber ich wusste natürlich, dass du es schaffen würdest. Nun habe ich noch eine ganz spezielle Nachricht für dich. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Du hast jetzt alle Sterne gefunden und damit das Spiel beendet. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird dir gefallen. Sie wird dir gefallen. Denn du kannst das Spiel nochmals unter veränderten Bedingungen spielen. Viel Spaß. Es könnte sein, dass du dabei neue Entdeckungen machst, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Andere Sachen entdecken? Tschüss, Yoshi! Yoshi springt ins Wasser und sauft ab, oder was?
Wir haben's, Beards, we got it! Oh, das ist cool! Das ist ja geil mit dem Bouncen! Das wusste ich gar nicht. Das ist nice. Das kannte ich zum Beispiel gar nicht, oder kann mich an das gar nicht mehr erinnern. Sehr nice! Somit ist Mario 64 durchgespielt und beendet. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat die Reise gefallen in Mario 64. Hoffe ich von ganzem Herzen. Ich hatte meinen Spaß. Ich hatte meine Rages. Es war geil. Ich habe ein bisschen gespeedrun mit dem Pro-Controller. Lief nicht so gut, wie es sollte mit dem Pro-Controller hier. Aber ich hoffe, ihr habt viel gelacht und ihr hattet Unterhaltung und ihr hattet Spaß. Ein bisschen Nostalgie auf jeden Fall. Und ja, das war's mit Mario 64.